Core Keeper ist das Survival Game 2022 und hat jetzt schon über 500.000 Downloads auf Steam. Man erkundet die Welt, kämpft gegen verschiedene Feinde und dann nach und nach gegen die einzelnen Bosse. Und mit dem Fortschritt, den man macht, levelt man seine Skills auf. Ich habe das Ganze aber einmal umgedreht und habe mir als Challenge gesetzt, alle Skills auf Level 100 zu bringen und dann erst gegen die Bosse zu kämpfen. Wie ich meine Skills so einfach wie möglich gelevelt habe, wie lange das Ganze gedauert hat und natürlich wie stark wir in den einzelnen Bosskämpfen waren, erfahrt ihr in diesem Video. Insgesamt gibt es 9 verschiedene Skills und jeder der Skills wird gelevelt, indem man die entsprechende Sache oft wiederholt. Zum Beispiel muss man, um Kochen zu skillen, etwas aus dem Topf nehmen, um Nahkampf zu leveln, Gegner schlagen und so weiter. Der erste Skill, den ich auf Level 100 bringen wollte, war Schnelligkeit, denn alles, was ich dafür machen musste, ist Laufen. Am Anfang musste ich das sowieso, weil wir die Map ein wenig erkundet haben. Und nachdem wir die ersten 2 Bosse gefunden haben, hatte ich auch eine Idee, wie ich AFK meine Schnelligkeit leveln konnte. Mein Charakter spawnt, wenn ich sterbe, immer auf derselben Stelle vor dem Chor. Wenn ich auf meiner Tastatur nach unten laufen gedrückt halte, laufe ich von dem Punkt aus direkt nach unten. Jetzt brauchte ich nur noch irgendwas, was mich am Ende des Tunnels killt, damit ich wieder von vorne loslaufen kann. Und glücklicherweise gibt es Spikes, die man in einem Biom finden kann, die gut Schaden machen und die man mitnehmen kann. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit und ich hatte am 4. Tag schon den ersten Skill gemaxt. Als nächstes war der Mining Skill dran, da man den auch AFK farmen konnte, wenn man eine Wand vor sich abbaut und direkt wieder hinplatziert. Ich habe mir also einen kleinen Farming Platz gebaut und nach weiteren 4 Tagen war auch der Mining Skill gemaxt. Danach wollte ich aber endlich mal wieder das Spiel spielen und ich habe mich um Gardening und Cooking gekümmert. Dafür haben wir eine extrem große Farm gebaut, wo wir größtenteils Hardberries und Bomb Peppers angepflanzt haben, weil man diese auch zu einem Burrito zusammenkochen kann. Um Gardening auf Level 100 zu bringen, habe ich einen ganzen Tag gebraucht. Oh, let's go. Alter, es ist einfach 1 Uhr nachts. Aber ich habe fucking Gardening jetzt endlich auf Max. Und da parallel dazu immer gekocht wurde, war ich einen halben Tag später auch bei Cooking gemaxt. Let's go, Snacks. Nice. Als nächstes wollte ich meinen Nahkampf, Fernkampf und meine Vitalität leveln. Und ich habe eine Methode gefunden, wie man das Ganze auch entspannt AFK machen kann. Dafür muss man wissen, wo der dritte Boss ist und eine kleine Vorrichtung bauen, damit der Boss einen nicht treffen kann. Jetzt brauchte ich nur noch ein ganzes Inventar voll mit Steinschleudern und der Grind konnte losgehen. Nach ungefähr einem Tag war mein Fernkampf-Skill auch schon auf Level 100 und weil ich dachte, dass ich die Gegner auf der anderen Seite nur mit Schaufeln treffen kann, habe ich erstmal 350 Eisen verschwendet und dann später zum Glück mit der Hand weitergelevelt. Nice. Es sind mittlerweile 12 Tage vergangen und mir fehlten nur noch 2 Skills. Zu Crafting haben wir eine riesige Holzfarm gebaut, damit ich extrem viel Holzbrücken bauen kann. Normalerweise kann man sich, wenn man das Game normal durchspielt, eine automatische Holzfarm bauen, aber da wir keine der Bosse killen durften, konnten wir den Bohrer und andere hilfreiche Sachen wie den Greifarm nicht freischalten. Das Holz die ganze Zeit selber abzubauen war richtig anstrengend und nervig, aber zum Glück hatte ich Kites Unterstützung dabei und nach 2 Tagen war dann auch der vorletzte Skill gemaxt. Komm schon, ich hab's doch gleich. Es hat es. Oh, jetzt, let's go. Ich glaube, wir haben's. Hast du's? Let's go, nice. Oh, geil. Jetzt fehlt nur noch ein Skill und das ist der Skill, auf den ich am wenigsten Bock hatte. Angeln. Ihr müsst wissen, Angeln in Core Keeper ist nicht so langweilig wie in manchen anderen Games. Die Entwickler haben, finde ich, sogar einen richtig guten Job gemacht und Fischen zu einem eigenen coolen Minispiel gemacht. Aber wenn man sich vornimmt, den Skill auf Level 100 zu bringen, dann kann das doch ganz schön lange dauern. Aber ich habe nicht aufgegeben und habe es nach insgesamt 17 Tagen geschafft, alle Skills zu maxen, ohne auch nur einen der Bosse besiegt zu haben. Oh mein Gott, es ist endlich... Oh mein Gott, ich bin fertig. Und jetzt wird es Zeit für den besten Teil des Ganzen. Ich habe mich mit der besten Rüstung, die wir bekommen konnten, und der Kampfaxt, die extrem viel Schaden macht, ausgerüstet und gegen jeden einzelnen Boss gekämpft und geschaut, wie stark wir jetzt sind. Einer der ersten Wege, oder? Hab ich gerade 600 Schaden gemacht? Ach du Scheiße. 500 irgendwas. What the fuck? Oh, da ist er. Das ist der Boss, okay. Ich hab Bock. Willst du ihn mit der Hand oder willst du ihn mit der Axt? Ja, ich mach erstmal mit der Hand, okay? Ja, aber du musst halt bedenken, der springt dann zu dir. Okay. Oh! 27 Schaden. Okay, 27 Schaden mit der Hand. Ich mach mal Feuerstuff. Okay, Feuerstuff macht. Alter. Er regeneriert sich wieder. Okay, ist gut, ist gut. Ist so schlimm? Das ist gut, ist gut. Wir wollten ja sowieso schauen, wie viel Schaden. Also der Feuerstuff. Oh, ich war zu nah. Macht 450 Schaden. Der ist ja fast tot. Okay, warte, die Axt jetzt? Mighty Axt. Oh mein Gott. Ist enraged. Hab ich ihn gekillt? Ja. What the fuck. Okay. Ja, ich glaube, ich komm. Ich halte mit ihm mit. Ich halte mit ihm mit. Oh mein Gott, es ist dunkel. Ah! Oh!
Okay. Boxen. Jetzt kreist er um dich, also aufpassen. Oh, schneller. Ich mache 600 Schaden, 700 Schaden. Let's go. Ja. Ich hätte gedacht, ich mache mehr Schaden. Aber ich mach gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte, um ehrlich zu sein. Okay, doch, der Buff, dass ich schneller schlage, ist schon sehr, sehr krass. Die ersten drei Bosse waren, wie erwartet, ziemlich einfach. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mehr als 400 Schaden mit einem Schlag von der Axt mache. Als nächstes haben wir mit dem Chor gesprochen und das neue Biom Azios Wilderness freigeschaltet. Nachdem wir dann die beste Rüstung im Spiel gecraftet haben, war es an der Zeit, gegen den ersten wirklich schweren Boss im Game zu kämpfen. Obwohl ich alle Skills gemaxt habe und mehr als 800 Schaden gemacht habe, war der Boss nicht so schnell down, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah! Oh mein Gott! Okay. Alles gut, ich krieg das HWS unter Kontrolle. Okay, Dinge abbauen, oder? Ich glaube, das können wir halt nicht. Doch. Oh, das können wir. Oh mein Gott, aber das ist irgendwie geil. Das ist übel der geile Bossfight. Ich bin fast tot. Ja? Okay, warte mal. Hey, Range ist the way to go, glaube ich. Und Dinge abbauen. Okay, so easy ist es dann doch nicht. Alter, komm, ich brauche jetzt mal den Schlag hintereinander. Go, go, go. Alter, der tankt zu viel. Oh, er ist enraged. Oh, oh. Ja, hätten wir vielleicht warten sollen. Wenn die richtig schnell. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen hart. Bro, was machst du? Wir müssen die Kristalle abbauen. Niemals schlage ich. Okay, hab abgebaut. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht, ich sehe nicht. Ah, hier liegt überall Scarlet. Oh, weg da! Oh! Pass auf! Boah, Alter! Oh, komm, 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 drauf, 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 drauf! Oh, let's go! Alter, was? Bis jetzt ist das, finde ich, einer der coolsten Bosskämpfe in dem ganzen Spiel und auch mit gemaxten Skills bleibt er immer noch eine gute Herausforderung. Von der Story her waren das jetzt alle Bosse, aber tatsächlich gibt es noch zwei weitere Secret-Bosse und was die drauf hatten, habe ich nicht erwartet. Okay, warte, ich gehe nach unten. Oh boy. Oh, okay. Ich will mal ein bisschen Mini-Damage schauen. Asha. Oh, Fire. Oh, das ist meine Fähigkeit. Das. Achso, dieses Ding schießen. Ja, oh, also, okay. Alter, ist tot. Feuer. Oh, komm, Crit. Ich habe richtig gut Schaden gemacht gerade. Das ist aber erst in der ersten Phase. Achso. Ist er nicht tot? Jetzt geht's erst richtig. Oh nee! Er schlägt, muss diagonal immer von ihm stehen, weil er kann nur nach oben, nach unten oder nach rechts, links. Okay. Immer diagonal stehen und dann kann er den nicht treffen. Oh mein Gott! Und nie ins Feuer gehen. Was ist das für Boss? Und er ist noch nicht mal enraged. Was? Okay, jetzt drauf. Jetzt drauf. Der ist doch jetzt gleich enraged und dann bleibt er kurz stehen, oder nicht? Bist du dead? Okay. Ich glaube, der hat sich geheilt. Ja, er ist wieder in der ersten Form. Okay, ich habe gegessen, jetzt wird gehauen. Oh, what the fuck, man. Oh, 1100 Schaden. Interessant. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, der wird geschreddet, let's go. Okay, gut. Yes. Diagonal stehen und nie ins Feuer. Ja, ja. Lauf dich, lauf rum. Immer Movement. Ja. Dodge Gravity Cancel. Dodge Gravity Cancel. Chip Damage. Ja, ja, gut. Eine Waffe. Ich heil mich nochmal kurz. Ja. Ich esse Filet. Ja. Alles gut, ich mach ihn. Ich hab ihn. Let's go. Ja. Jetzt fehlt nur noch ein Boss, und zwar Ivy der Giftschleim. Und nach langem Suchen haben wir ihn dann auch endlich gefunden. Okay, dann let's go rein da. Okay, gut. Oh,
Okay. Ach nee, 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 das ist seine. Minions. Ich schlage irgendwie extrem langsam. Ein bisschen ranged. Ja, ich glaube, range is actually the way to go. Ja, ja, ich mach mal mehr Range. Diesmal ist Range richtig, glaube ich. Ja. Okay, außer die Slimes, die machen ein bisschen. Oh! Nicht zusammen! Ja, alles gut. Fuck, ich bin down. Down, okay. Ich versuch's noch zu machen. Rotiere einfach die ganze Zeit und schieß ihn ab. Sollte mich mal heilen. Ich kann mich nicht heilen. Ach nein. Aber ich, es läuft. Ah, ich hab die Brücke in der Hand. Es läuft doch nicht. Oh! Alter, diese scheiß Feder, dass ich schneller bin, ist so wichtig gerade. Ich glaube, ich habe meine DPS für die Maus geändert. Ah, er ist gleich down, er ist gleich down. Er ist gleich down. Hart überfordert. Ich bin richtig überfordert. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, oh, let's go. Wir haben alle Bosse, die es in dem Spiel gibt, besiegt. Und ich muss sagen, auch mit allen Skills auf Level 100 sind die letzten paar Bosse nicht easy gewesen. Ich glaube, manche hätte ich auch gar nicht geschafft, wenn ich nicht maxed wäre, aber das ist auch besser so, damit die Bosse immer noch eine coole Herausforderung bleiben. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar für den Algorithmus da und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst gerne ein Abo da. Also dann haut rein. Ciao, ciao. Wow. Wow. Slime. Nur Slime? Slime, irgendwie ein Mechanical Part und 15 Scarlet Ore. Let's go!